Hallo ihr Lieben, du wünschst dir auch eine wundervolle, bessere Welt, dann bleib dran, dann ist dieses Video hoffentlich was für dich. Ich habe tolle Ideen, Vorschläge, vielleicht weißt du das ein oder andere schon, aber eine wundervolle, bessere Welt ist möglich. Wenn du ganz toll findest, wie unsere Welt ist, ist dieses Video nichts für dich. Für alle anderen aber, die sich eine wundervolle, lebenswerte Welt wünschen, schaut dieses Video. Auf Teneriffa, ich lebe auf Teneriffa, ist die Lage weiter entspannt. Es brennt noch, aber es ist entspannt. Darum geht es heute überhaupt gar nicht, sondern um eine wundervolle, bessere, lebenswerte Welt. Voller Liebe, Frieden, Wertschätzung, Respekt, Gemeinsamkeit. Eine lebenswerte Welt, wo wir erkannt haben, was alles falsch läuft und es jetzt besser. Und das geht von uns selber. Wir selber können diese wundervolle Welt schaffen. Und zwar jeder für sich und alle zusammen. Jeder Einzelne, also du, ich und jeder Einzelne, der sich diese wundervolle, bessere Welt wünscht, muss, will es in der Regel auch, bei sich selber anfangen. Und das ist gar nicht so schwer. Das bei sich selber umsetzen, was man sich wünscht für eine bessere Welt. Und je mehr das machen, umso mehr schaffen wir diese bessere Welt. Und dann haben wir genau diesen Spruch, vielleicht sagt das dem einen oder anderen was, übersetzt ins Englische, denkt mal drüber nach. Jeder für sich und alle zusammen. Und wenn wir dann gleichzeitig noch diese wundervolle, bessere Welt, wie du sie dir wünschst, wie wir uns sie wünschen, manifestieren, uns immer wieder bildlich vorstellen und fühlen und sehen, je mehr das machen, umso eher geschieht sie. Was ist denn eine wundervolle, bessere Welt? Natürlich, jeder hat da so ein bisschen, vielleicht ein bisschen andere Vorstellung. Eine Sekunde, das Übliche. Bonnie, mein Schatz, danke, Süße. Eine Katze, die mir Eidechsen schenkt, aber ich mache das Video jetzt weiter. Für mich ist eine wundervolle, bessere Welt ganz eindeutig, ganz, ganz klar. Und ich denke, die meisten von euch sehen das genauso. Eine wundervolle, bessere Welt ist Leben. Ist Freiheit. Ist glücklich sein, gesund sein und Natürlichkeit. Natur. Moment. Morgen, mein Engel, ich komm gleich. Ich muss gleich stoppen. Also ich versuche es nochmal weiter. So. Und das kann jeder für sich manifestieren und leben. Eine wundervolle Welt, wo die Natur wieder aufblüht, wo die Menschen wieder natürlich leben, mit der Natur und mit den Tieren. Das kann jeder bei sich anfangen. Schau dir an, wie natürlich lebe ich denn. Schau dich mal um, was ist da Natur und was ist Geräte, Technik, Chemie und so weiter. Weg damit, was man nicht braucht. Natürlich gibt es einige Errungenschaften, die sind Gold wert. Ja, hier Internet, Computer, Videos machen, Staubsauger, Waschmaschine, Auto. Okay, aber es gibt so viel Unnötiges, Unnatürliches. Ganze Chemie. Natur. Naturseife für den Körper. Fertig. Ein Creme mit Kokosöl. Fertig. Wäsche waschen mit Efeublättern. Fertig. Alles möglich. Ich lebe das. Und ich gebe diese Infos auch immer gerne raus, weil wir dieses Wissen uns einfach wieder aneignen müssen. Wir wurden ja so verbogen, haben uns verbiegen lassen. Wir haben es ja alle mitgemacht. Und so ein Fertigzeug gekauft. Mit Chemie und so. Aber eigentlich hat die Natur alles drin.
draußen. Und das holen wir uns einfach wieder zurück. Das ist eine bessere Welt, eine Welt voller Natürlichkeit. Zurück zur Natur, diese Riesenstädte, diese Hochhäuser und frag mich nicht, geballte Ballungszentren. Natürlich leben in der Natur, mit der Natur. Kein akkurat gemähter Kunst, Rasen. Ein Naturgarten, wo die Schmetterlinge wieder fliegen, wo die Bienen sich wohlfühlen. Das ist alles eine Symbiose. Wir Menschen zum Leben brauchen die Natur. Und die Bäume. Wir brauchen die Bienen. Und wenn wir das alles unterstützen, indem wir selber natürlich leben, einen Garten haben, der natürlich ist, besten Permakultur, wo alles ein Kreislauf ist, ja. Beispiel sage ich immer gerne, draußen duschen, natürlich duschen, also mit Naturseife, Duschwasser bewässert den Garten und solche wundervollen Geschichten. Bioabfälle im Garten und nicht in die 598. Mülltonne, die man da, oh Gott, bin ich froh, dass ich da nicht mehr bin, ich glaube 4 oder 5 waren das zum Schluss, Mülltonnen, die man vom Haus hatte. Zum Beispiel, dass gar nicht mehr so viele Abfälle anfallen. Ganze Industrie, Fertigfutter, Zeugs für Mensch und Tier, so weit wie möglich weg davon. Erstens ist es viel gesünder und zweitens dieser ganze Verpackungsgedöns entfällt da. Das ist natürlich alles Schritt für Schritt und man muss auch im Moment Kompromisse machen, das mache ich auch. Aber wenn jeder diesen Weg geht, merkt er, wie glücklich er ist. Und damit schaffen wir uns eine wundervolle, bessere Welt. Selber, da gehört aber noch viel mehr zu. Ja, das Leben mit Respekt zu der Natur, natürlich leben zurück zur Natur und eine Wertschätzung der Tiere. Die Tiere werden so benutzt, ausgebeutet, getötet und es ist normal geworden. Oder es wurde versucht, ein normales Denken zu erschaffen, dass das normal ist. Ein Tier ist ein fühlendes Lebewesen. Was mit den Tieren gemacht wird, das muss aufhören. Das gehört definitiv in eine bessere Welt, dass alle Menschen genauso wie alle Tiere einfach nur leben dürfen, glücklich sind, frei sind, ein freies Leben, so weit wie möglich weg von diesen ganzen Zwängen und Einengung, auch da aktuell Kompromisse finden, okay. Aber wenn man, ich weiß nicht, jeder von euch, der frei lebt, kennt dieses Gefühl, boah, das ist Freiheit. Ich lebe das auch. Es ist ein wundervolles Gefühl, frei zu sein. Das bist du dann, wenn du alles änderst oder wegkickst, was dich einzwängt und nicht mehr richtig für dich ist. Und das gilt für Menschen genauso wie für den Beruf, Umstände und so weiter. Beruf. Leben. Das, was man tut, mit Liebe tun. Berufung, seine eigene Berufung finden. Die findet jeder. Jeder. Wenn du mal in die Stille gehst und überlegst, was habe ich wirklich Lust? Was macht mir Spaß? Wo vergesse ich die Zeit? Und dann überlegst du, okay, sorry, das ist es. Wie kann ich denn damit Geld verdienen? Es gibt immer variable Möglichkeiten, Chancen, immer. Lieben, was man tut und weiß Gott nicht mehr, ein Leben lang 8, 9, 10 Stunden arbeiten. Das ist kein Leben. Schule ist genau das Gleiche. Sinnvolle Sachen lernen. Die Kinder im Zusammenschluss mit anderen Eltern selber lehren. Kompromisse kommt mir jetzt nicht mit dem Rechtssystem. Es gibt immer Möglichkeiten. Es ist auch sehr unterschiedlich in den unterschiedlichen Ländern. Ja? Es gibt immer Möglichkeiten. Und wirklich leben. Mein Leben heute verglichen mit früher, ich habe auch das ganz konventionelle Leben durchgemacht.
Boah, ist ein Unterschied von Tag und Nacht. Ich weiß, wie das ist. Deshalb habe ich ja aufgehört. Es war kein Leben mehr. Arbeiten, um Geld zu verdienen. Und dann verdienst du und hast ja im Kopf, oh, Karriereleiter, du musst ja Karriere machen. Das ist diese Prägung. Ja, und wenn du sagst, ich will gar keine Karriere machen. Also, was toll, wenn du Karriere machst. Ja, gut, meine Karriere. So toll, jetzt habe ich Karriere gemacht. Und jetzt lebe ich immer noch nicht. Ich mache mal keine Karriere. Ich lebe jetzt und mache das, was mir Spaß macht und verdiene damit mein Geld. Und dann kommt noch was dazu. Wenn du etwas machst, was dir Spaß macht, wo du drin aufgehst, tust du das mit Hingabe, dann kannst du es automatisch richtig gut, weil du machst dich ja automatisch schlau, dein Wissen steigt, deine Fähigkeiten, deine Kenntnisse und gibst etwas raus in die Welt, sinnvoll. Sei es für die Menschen, für die Tiere, für die Natur, für was auch immer. Das ist eine Bereicherung. Es ist eine Symbiose. Liebst, man muss nicht viel arbeiten, um über die Runden zu kommen. Ja, wenn man sich was aufbaut, natürlich, ist es nur am Anfang, ein Tick mehr macht Sinn. Aber irgendwann hat man ein Level erreicht, wo du weißt, okay, ich zum einen reduziere ich jetzt, brauche diese ganze Gedöns nichts mehr, eine Zimmerwohnung reicht mir oder eine kleine Holzhütte, ich brauche kein Schloss, habe also weniger Kosten, ich brauche mir nicht jeden Tag ein neues Paar Schuhe kaufen, habe ich auch gemacht, ich kenne das alles. Ich war aber immer schon geizig, das ist der Unterschied. Sondern du merkst, du brauchst weniger, du hast viel mehr Zeit. Und dann musst du auch nicht die Milliarden verdienen, um über die Runden zu kommen. Das ist alles eine bessere Welt, wenn die Menschen glücklich sind, frei sind, auch mal zur Ruhe kommen. Man kann ja gar nicht zur Ruhe kommen, wenn man immer nur arbeitet. Sich um die Kinder kümmern, arbeiten, um die Kinder kümmern, um den Partner kümmern und was nicht alles, ja, um die Eltern kümmern und so weiter. Auch mal zur Ruhe kommen. Entspannen. Wenn du entspannst, garantiere dir, dann kommen dir automatisch die richtigen Ideen und die Lösung. Entschleunigung. All das gehört für mich zu einer besseren, wundervollen Welt. Gesundheit. Gesundheit. Viele Krankheiten sind aufgrund unserer Zivilisation überhaupt vorhanden. Die gibt es gar nicht. Die gab es früher alles nicht. Die Naturvölker kennen sowas nicht. Die sind entstanden durch die ungesunde industrielle Ernährung, durch den Stress, durch den Druck. Durch auch viel, viel Sitzen, weniger bewegen. Ja, all das zurück zur Natur und die Menschen sind automatisch gesünder. Und wenn dann mal was ist, man kann sich ja auch mal einen Daumen verstauchen oder so, dann gibt es die wundervolle Naturheilkunde. Zurück zur Natur. Ich bin Homöopathin für Katzen. Mit 22 Jahren. Und nutze auch andere Bereiche der Naturheilkunde. Ich weiß, was die Natur erkunden kann. Und eben nicht, oh, ich nehme mal ein Beispiel. Das typische Beispiel ist Burnout. Alles prasselt auf dich ein, dein Job ist Mist und irgendwann ist es dir zu viel, ich habe einen Burnout, ist ja in. Was gibt's dann? Krankschreiben um eine Pille. Hilft das? Nein, die Pille macht dich bestimmt nicht gesund. Möglicherweise kriegst du dann neue Symptome. Krankschreiben, hast mal kurz eine Auszeit, aber dann geht das Hamsterrad doch weiter. Du musst bei diesem Beispiel jetzt überlegen, ah, okay, wenn ich so weitermache, werde ich immer krank bleiben, noch kränker werden, haue ich noch ein paar mehr Pillen rein, dann geht es mir richtig schlecht. Oder, such mir mal einen anderen Job. Selbstständig arbeiten oder angestellt sein. Ansagen ausführen oder sein eigenes Ding machen. Jeder hat die Wahl. Es hat alles Vor- und Nachteile. Ich bin selbstständig. Ich kann machen und tun, was ich will in meinem gesamten Leben, auch in meinem Beruf. Und wenn ich was falsch mache, dann funktioniert es nicht. Okay. Flexibel sein, kreativ sein, selbstbewusst sein, selbstbestimmt. Schaut euch mal die Menschen so ein bisschen an, wenn sie spazieren gehen.
ich sehe unheimlich gut den Vergleich zu den Canarios, die in der Regel eine aufrechte Haltung haben. Und zu den Deutschen, ich war nun lange in Deutschland, das ist immer so ein bisschen, als würden sie alle immer einen draufkriegen. Die Deutschen haben oft so eine gebückte Haltung, so sich klein machen. Achtet mal drauf. Selbstbestimmt leben. Autark leben, nicht mehr so abhängig sein. Oh, jetzt ist Strom weg. Oh, nu, und? Gibt's keinen Strom. Dann hast du vielleicht eine Energieselbstversorgung oder die Mächte, die Möglichkeiten, die wir mental noch haben. Da habe ich was ganz Tolles gestern gesehen. Erkundigt euch mal so ein bisschen über Tesla. Das ist mega. Ich sag das, nee, ich sag's jetzt, sonst vergesse ich es wieder. Wollte ich jetzt gar nicht erzählen, aber es ist so toll. Tesla ist ein Genie, wissen wir. Ein weiterer Genie ist Albert Einstein. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch das Video. Und die Frage ist, woher haben diese Genies diese Ideen oder auch tolle Künstler etc.? Und da hat Tesla, oder soll er mal gesagt haben, ich muss jetzt so wiedergeben, er legt sich nachts ins Bett, legt sein Notizbuch hin, schläft ein und am nächsten Morgen ist das Notizbuch voll mit den Wahnsinnslösungen. Übersetzt heißt das, dass, also ganz kurz fassen, dass er vor dem Schlafengehen entspannt im Schlaf, sind wir weg, dass unser Hirn, unser Verstand, der uns den ganzen Tag triggert, ausgeschaltet. Und er öffnet sich. Das, was es tatsächlich gibt. Die höhere Macht, das Universum, Gott, die Engel, wie immer, irgendjemand, das ihr das nennt, jeder nennt es anders, das ist einfach unwichtig. Es gibt da oben etwas Großes. Und wenn wir uns dafür öffnen, kriegen wir die Möglichkeit, so viel zu tun. Und diese Genies haben sich dafür geöffnet. Das ist das andere. Sich wieder öffnen. Und eine wundervolle, bessere Welt ist auch ein Miteinander. Ja, man kann ja trotzdem ein Alleinsein bevorzugen, oder die Einsamkeit oder ein Eremit. Aber trotzdem, wenn was ist, im Kollektiv füreinander da sein. Diese Kinder kommen in die Vorschule, Kinder kommen in den Kindergarten, nur die muss ja arbeiten. Zurück zur Natur, zur Familie. Die Frau kann ja trotzdem arbeiten, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mich entscheide, ein Kind zu kriegen, dann kriege ich ein Kind, dann sage ich dann, ich würde aber weiter arbeiten und ein Kind haben und das gebe ich dann an die Großeltern oder in den Kindergarten. Gut, muss jeder selber wissen, aber mal so ein kleiner Anstoß. Ich weiß nicht, dass jeder Kinder kriegen muss. Ja, ich habe auch keine Kinder, sollte nicht sein, das ist alles nicht schlimm. Aber nur als Beispiel und die älteren, alten Menschen, die werden wirklich weggesperrt, würde ich jetzt fast sagen, in Pflegeheime, Altenheime. Boah, ich sehe das hier so, der Unterschied ist so immens hier, wie die Canarios das handhaben. In Deutschland, das ist hier ganz viel familiärer. Es gibt auch viele liebe Deutsche, die alles versuchen, dass die Eltern zu Hause bleiben können. Aber der nächste Punkt ist, man muss überhaupt nicht krank werden, nur weil man älter wird. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da sind wir wieder beim natürlichen Leben. Entspannt leben. Bewegung. Das ganze Programm. Und die Liebe. Das Herz spüren. Das einfach wieder zulassen. So viele Menschen sind so, auch durch die Prägung, so sehr im Verstand. Da ist nur noch Verstand. Wir brauchen beides. Verstand und Herz. Ich habe auch Verstand. Oh ja, da könnt ihr mal sicher sein. Weil sie so geprägt wurden. Und natürlich die Männer noch mehr als die Frauen. Das ist auch alles so Yin und Yang. Das soll so sein. Das ist auch völlig okay. Aber nur im Verstand zu sein. Da gibt es auch Frauen, die sind nur im Verstand. Früher, ich weiß noch, ich war stolz darauf, als ich dachte, boah, ich bin voll der Verstandesmensch. War ich stolz darauf. Weil ich so auch so geprägt wurde. Wenn man nur im Verstand ist, kann man nicht sein Herzensweg gehen. Kann man nicht diese wundervolle Liebe spüren.
Beides ist wichtig für Verstand und Herz. Die Symbiose Yin und Yang, Mann und Frau. Frauen haben auch Verstand, Männer haben auch Herz. Wir müssen uns für alles wieder öffnen. Nur wenn ich mein Herz öffne, diese Liebe spüre, kann ich mich selbst verwirklichen, kann ich meinen Herzensweg gehen, kann ich nach draußen Licht und Liebe geben. Komm mir, das werdet ihr immer sehen, Herzensmenschen ziehen die Tiere an und die kleinen Kinder, weil die Kleinkinder und die Tiere, die sind ohne Verstand, die sind nur intuitiv und in Liebe und die spüren das. Da krabbelt gerade meine Sunny hoch. Lass es zu. Das ist eine wundervolle, bessere Welt, die wir erschaffen können. Da gehört noch viel, viel mehr drum herum. Jeder für sich. Beginne bei dir selber, setz es um. Das, was für dich okay ist, den Weg, den du gehen möchtest, damit bist du, jeder einzelne von uns, ein Vorbild, eine Inspiration für viele andere. Und dann natürlich so ein Austausch. Hey, guck mal, ich habe mir gerade einen Brunnen gebaut, fällt mir jetzt gerade ein. In Deutschland, hier ist es irgendwie anders. So geht das, so, das muss man genehmigen lassen oder auch nicht. Und so bohrst du und so, also solche Sachen, Austausch. Jeder für sich und alle zusammen. Und immer wieder diese wundervolle Welt manifestieren. So wie wir alles manifestieren können. Es braucht ein bisschen Übung natürlich. Was wir uns wünschen, können wir uns auch eine wundervolle, bessere Welt wünschen, bildlich vorstellen, manifestieren. Es wird dir selber dadurch viel besser gehen. Das nächste ist auch Frieden. Nur noch Freude. Kein dieser extreme Egoismus, Narzissmus. Machtgefüge, das liebet alles nicht. In einer besseren Welt voller Liebe und Natürlichkeit. Respekt. Und Wertschätzung. Gehe ich los? Danke fürs Zuhören. Verteile das Video gerne. Buchempfehlung von mir gleich im Anschluss. Ihr wisst, ich bin auch Autorin. Liebe Grüße von Teneriffa. Eure Kirsten.